Ja, das kenne ich. Oh, das ist voller Anmut. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass ihr das komponiert habt. Das habe ich auch nicht. Das war Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. Wie gut ist er, dieser Mozart? Er ist bemerkenswert, Euer Majestät. Wolfgang hat in Wien viele Bewunderer. Hier liebt man ihn. Dieser Mann hatte sein erstes Menuett im Alter von 4 Jahren komponiert. Seine erste Symphonie mit 7 und eine abendfüllende Oper mit 12. War ihm das anzusehen? Alle Menschen sind in Gottes Augen gleich. Sind sie das? Aber weshalb? Weshalb sollte Gott zu seinem Instrument ein obszönes Kind wählen? Mozart, Sie sind nicht der einzige Komponist in Wien. Nein, aber der Beste. Bevor ich diese Erde verlasse, werde ich über euch lachen. Am 6. September 1984 feierte man die Weltpremiere von Amadeus in Los Angeles. In Deutschland konnten Filmfans das Werk ab dem 26. Oktober des Jahres sehen. Amadeus mauserte sich zum absoluten Liebling bei Kritikern und Publikum und wird heute gemeinhin als einer der größten Kinoklassiker der Filmgeschichte angesehen. Der Film wurde für 53 Preise nominiert und konnte 40 gewinnen. So war der Film bei der Oscarverleihung 1985 für 11 Oscars nominiert und konnte ganze 8 Statuen gewinnen. Für das beste adaptierte Drehbuch, bester Ton, bestes Make-up, bestes Kostümdesign, bestes Szenenbild, bester Regisseur und ganz wichtig für den besten Film. Und natürlich F. Murray Abraham als bester Hauptdarsteller. Und wichtig sei hier zu erwähnen, dass Amadeus-Darsteller Tom Hulk in derselben Kategorie für denselben Film ebenfalls nominiert war. Erst 33 Jahre später, bei der Oscarverleihung 2018, gab es wieder einen Film, bei dem 2 Schauspieler in derselben Kategorie für den gleichen Film nominiert waren. In Deutschland erhielt der Film die Goldene Leinwand 1985 für das Erreichen von 3 Millionen Zuschauern in 18 Monaten. Die deutsche Film- und Medienbewertung verlieh dem Film zudem das Prädikat besonders wertvoll. Amadeus basiert auf dem 1979 erschienenen gleichnamigen Bühnenstück von Peter Schaeffer. Ähnlich wie beispielsweise Dragon, die Bruce Lee Story, ist Amadeus kein biografischer Film. Die Geschichte des Films ist größtenteils Fiktion und nimmt nur bestimmte Ereignisse aus Mozarts Leben und fügt sie in eine erfundene Handlung ein. Deswegen gibt es nirgendwo zu lesen, dieser Film basiert auf einer wahren Geschichte. Denn er tut es nicht. So sind viele Fakten in Mozarts Leben hier falsch wiedergegeben. Aber noch mehr gilt dies für die Figur Antonio Salieri. So wird Salieri heute von vielen Menschen als großer Gegenspieler und Neider Wolfgang Amadeus Mozarts gesehen. In Wahrheit begegneten sich die beiden Komponisten eher kollegial als feindlich gesinnt. Man weiß zum Beispiel, dass es ein gemeinsames Werk der beiden gab, die Kantate per la Ritopirata Salute di Ophelia von Salieri, Mozart und einem gewissen Cornetti gemeinsam komponiert. Unter der Stabführung Salieris fanden nach Mozarts Tod in Wien Aufführungen von Mozarts Werken statt. Er unterrichtete Mozarts jüngsten Sohn Franz Xaver in Komposition und stellte ihm im März 1807 ein hervorragendes Zeugnis aus. Salieri galt als beliebter und freundlicher Mann, der keinerlei Groll gegen Mozart hegte. Anders als im Film war Salieri nur 6 Jahre älter als Mozart, obwohl man diesen geringen Altersunterschied zumindest in der Rückblende am Anfang noch aufgreift. So stimmen auch viele andere Fakten im Film nicht. Salieri war seit 1775 verheiratet und war Vater von 8 Kindern. Das findet man im Film auch nicht. Genauso stimmen viele Fakten im Mozarts Leben nicht, die der Film wiedergibt. Nur ein Bruchteil seiner erhaltenen Briefe lässt darauf schließen, Mozart wäre ein solch infantiler Clown gewesen. Dazu muss man nämlich erwähnen, dass es damals durchaus bis in die höchsten Schichten üblich war, mitunter in Fäkalhumor zu sprechen und zu schreiben. In den meisten Briefen vermittelt Mozart aber einen ganz anderen Eindruck als im Film dargestellt. Durchaus fähig auch zur Ernsthaftigkeit,
bis hin zu intellektuellen, kritischen Gedanken, wie zum Beispiel über den Tod. Außerhalb der Musik beherrschte Mozart mehrere Fremdsprachen, beschäftigte sich mit Literatur zu Themen wie Philosophie, Geisteswissenschaften und dergleichen. Zum Zeitpunkt seines Todes hatte Mozart zwei Söhne, Karl Thomas und den vorher erwähnten Franz Xaver, der aber im Film nicht auftaucht. Auch viele andere Fakten stimmen nicht. Dass Mozart und Salieri dirigierend vor der Bühne stehend ihre Opern begleiteten, war im 18. Jahrhundert absolut nicht üblich. Ein zentrales Thema des Stückes, wie des Films, ist die vermeintliche Ungerechtigkeit Gottes oder des Schicksals bei der Verteilung von Begabungen. So empfindet dies hier Salieri, der neidvoll an seiner eigenen künstlerischen Mittelmäßigkeit leidet. Demgegenüber wird Mozart als ein Genie dargestellt, das seine Eingebungen gleichsam direkt von Gott erhält und aus dem dadurch die Musik nur so heraussprudelt, ohne Mühe und Anstrengungen, sozusagen spontan. Dieses Bild von Mozart ist jedoch unzutreffend. Tatsächlich komponierte er stets mit höchstem Einsatz. Er verbrachte von Kindesbeinen an alljährlich sehr viele Stunden mit Üben. Er erhielt eine hervorragende Ausbildung, zuerst von seinem aufopferungsvollen Vater Leopold Mozart. Wenn er später tatsächlich seine großartigen Kompositionen zuweilen in unvorstellbarer Geschwindigkeit zu Papier brachte, so hatte er dies nicht nur seiner sehr seltenen, genialen Begabung zu verdanken, sondern auch seiner langjährigen, mühsam erworbenen und reichen Erfahrung, die er nun mit entsprechender Meisterschaft auszuschöpfen wusste, seinem außergewöhnlichen Gedächtnis und jener besonderen Fähigkeit, die Musik denken zu können, noch bevor er sie niederschrieb. Regisseur Miloš Forman, der 1975 mit seinem Film Einer flog über das Kuckucksnest einen Welterfolg hatte und einen Oscar als bester Regisseur gewonnen hatte, sah im Jahr 1979 das Bühnenstück Amadeus und war begeistert. Er wollte das Stück auf die Kinoleinwand bringen. Zusammen mit Peter Schäfer, dem Autor des Bühnenstückes, machte der Regisseur sich daran, ein Drehbuch zu entwickeln. Schon in dieser frühen Phase entschieden die beiden, dass erstens keine Note von Mozarts Musik verändert werden sollte und zweitens, dass es kein echtes Mozart-Thema geben sollte, welches immer wieder im Film auftauchen würde. Die Musik von Mozart sollte die dritte große Hauptrolle im Film sein und damit extrem vielfältig verteilt im Film auftauchen. Bei der Wahl des Drehortes hatten die Filmemacher nicht viele Möglichkeiten. Sie brauchten einen Ort, der architektonisch noch weitestgehend dem gleicht, was man 200 Jahre zuvor vorgefunden hatte. So blieb eigentlich nur die Wahl zwischen Budapest, Wien und Prag. Man entschied sich für Prag, weil die Stadt bis heute viele Gebäude und Orte besitzt, die einfach ideal zum Arbeiten waren. Teilweise musste man nur ein paar Öllampen aufhängen und etwas Sand auf die Straßen schütten und man war im 18. Jahrhundert. Aufgrund der politischen Lage damals mussten die Filmemacher sich damit arrangieren, dass überall Geheimpolizei und Spitze an den Sets herumliefen und die Filmemacher genauestens beobachteten, was natürlich einige seltsame Erlebnisse für Cast und Crew bedeutete. Was das Casting betraf, war Miloš Forman sich sehr schnell sicher, dass er für die Rollen eher unbekannte Darsteller verpflichten wollte, da man tatsächlich glauben sollte, Mozart und Salieri auf der Leinwand zu sehen und nicht ein Star, der nur Mozart spielt. Das war schon extrem mutig, da bei dem guten Ruf, den Miloš nach Kuckucksnest besaß und der Attraktivität der Rollen, viele große Stars gerne eine Rolle in Amadeus gehabt hätten. Beispielsweise sprach Mark Hamill für Mozart vor, der diese Rolle schon bei der Bühnenversion gespielt hatte, aber durch seine Bekanntheit durch Star Wars nicht in Frage kam. Dasselbe galt für Tim Curry, der Salieri schon auf der Bühne verkörpert hatte, die Rolle wollte, aber aufgrund seiner Popularität abgelehnt wurde. Es sprachen auch Mel Gibson, Kenneth Branagh, David Bowie und kein Witz, Mick Jagger für Mozart vor. Nach einem intensiven, langen Casting fiel die Wahl auf Tom Hulk für die Rolle des Mozarts. Tom war ein unbekannter Bühnenschauspieler, der nach Miloš Formans Meinung schauspielerisch passte, aber auch ein sehr unauffälliges Aussehen hatte, wie es wohl auch Mozart besaß. Tom konnte abgesehen von einem wenig Gitarre kein Instrument spielen. Wenn im Film Tom beispielsweise am Klavier spielt, war das Klavier stumm, so dass die Schauspieler ihren Text verstehen konnten. Tom bekam die vorher eingespielte Musik über einen Öhrstöpsel zu hören und musste also lernen, die Tasten richtig zu bedienen, ohne wirklich zu spielen. Das übte Tom 3-4 Stunden täglich, um perfekt die Tasten anzuschlagen. Später erzählte ein Musikexperte, Tom würde im Verlauf des ganzen Films nicht einmal eine Taste falsch spielen, selbst wenn er rückwärts spielt. Die Geschichte von F. Murray Abraham, der Salieri spielen sollte, ist ganz klassisch. F. Murray war ein unbekannter Darsteller, der immer mal wieder kleine Rollen im Film und Fernsehen hatte und als Kommentator für Werbespots sich sein Brot verdiente. Der Schauspieler war zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere ziemlich frustriert. Mit fast 45 Jahren ließ der Erfolg auf sich warten. F. Murray ging zum Casting von Amadeus, um eigentlich für eine sehr viel kleinere Rolle vorzusprechen.
Während des Castings kam ein junger Mann, um für Mozart vorzusprechen, und Milos Forman bat F. Murray, ob er mit dem Jungen zusammen den Text lesen würde und in dieser kleinen Szene Salieri spielen könnte. Das tat F. Murray, und in seiner wahrscheinlich großen Unbekümmertheit, der keinen Druck verspürte, da er eh nicht glaubte, für die Rolle in Frage zu kommen, spielte er hervorragend. Der Regisseur ließ F. Murray wissen, dass der Schauspieler jetzt für ihn einer der Favoriten für die Rolle des Salieri wäre, was F. Murray eher nüchtern aufnahm, da der erfahrene Schauspieler schon zu oft die hohlen Phrasen der Filmindustrie erlebt hatte. Er wollte ein konkretes Bekenntnis und weigerte sich sogar noch einmal Probeaufnahmen zu machen. Nehmt mich oder eben nicht, war seine Aussage. Er hatte ja auch nichts zu verlieren und seine freche Attitüde sollte funktionieren, da Milos Forman und sein Team genau solch eine charakterliche Einstellung auch in Salieri sahen und dies sie überzeugte, hier den richtigen Mann gefunden zu haben. F. Murray war gerade bei den Dreharbeiten zu Scarface, als er die Nachricht bekam, die Rolle Agatha zu haben. Somit hatte er die mit zu dieser Zeit wohl begehrteste Rolle der Welt bekommen. Als Mozarts Frau Constanze verpflichtete man Meg Tilly. Einen Tag vor ihrem Drehbeginn verletzte sich die Schauspielerin jedoch beim Fußballspielen so schwer, dass sie sich am Bein einen Bänderriss zuzog, was ihr Mitwirken an dem Film zunichte machte. Also musste schnellstmöglich ein Ersatz gefunden werden. Amadeus-Darsteller Tom Hulk war ziemlich geschockt, da er und Meg sich intensiv gemeinsam auf ihre Rollen vorbereitet hatten. Die 21-jährige Schauspielerin Elizabeth Barrage wurde zu einem Casting eingeladen. Sie war völlig unbekannt und hatte wenig Erfahrung im Film. Dennoch schaffte sie es unter die enge Wahl zwischen ihr und einer anderen Darstellerin. Die beiden Frauen wurden nach Prag geflogen, wo sie 2 Wochen lang Testaufnahmen machten, bis man sich schließlich für Elizabeth entschied. Angeblich, weil die andere Schauspielerin Diane Franklin einfach zu schön war, um ein Mädchen vom Lande spielen zu können. Wow, was für ein Kompliment für Elizabeth. Simon Callow spielt den Schauspieler, Sänger, Regisseur, Dichter und Theaterdirektor Emanuel Schikaneder. Simon war der Originaldarsteller des Mozarts, als das Bühnenstück 1979 Premiere feierte. Simon ist mir besonders durch seine kleine, aber witzige Rolle in Street Fighter im Gedächtnis geblieben. Leopold Mozart wird von Roy Dotrice verkörpert. Der Schauspieler ist in vielen Nebenrollen im Film und Fernsehen zu sehen gewesen. Am bekanntesten ist er vielleicht noch neben Amadeus für seine Rolle in der 80er Fernsehserie Die Schöne und das Biest, neben Ron Perlman und Linda Hamilton. Jeffrey Jones spielt Kaiser Joseph II. Jones konnte nach seiner Rolle in Amadeus eine recht gute Karriere aufbauen. Allerdings wurde diese dann von einem Skandal überschattet. So wurde Jones im Jahr 2003 unter dem Vorwurf, Kinderpornografie zu besitzen und von einem 14-jährigen Jungen Nacktfotos angefertigt zu haben, festgenommen. Er wurde zu 5 Jahren Bewährung verurteilt und seitdem ist seine Karriere extrem angeschlagen. Zudem haben wir hier mal wieder Vincent Schiavelli als Pfleger des alten Salieri. Wer meine anderen Dokus gesehen hat, wird bemerken, dass wir den Schauspieler immer wieder begegnen. Außerdem sehen wir hier die blutjunge Cynthia Nixon als Dienstmagd Laurel. Der spätere Sex and the City Star war hier gerade einmal zarte 17 Jahre alt. Die Dreharbeiten fanden vom 31. Januar 1983 bis zum 20. Juli des Jahres statt. Da die Filmemacher in Prag fast alles vorfanden, um ein überzeugendes 18. Jahrhundert zu erschaffen, mussten für den Film nur 4 Sets selber gebaut werden. Alles andere konnte man vor Ort in und um echte Gebäude drehen. In den ersten 3 Wochen drehte man alle Szenen mit dem alten Salieri. Das Gebäude, das als Sanatorium diente, war in Wirklichkeit ein altes Kriegsmuseum. F. Murray Abram musste für seine Verwandlung zum alten Mann täglich 4,5 Stunden in der Maske sitzen. Am 29. Oktober 1787 fand im gräflichen Nostitschen Nationaltheater in Prag die Uraufführung von Wolfgang Amadeus Mozarts Oper Don Giovanni statt. Fast 200 Jahre später drehte die Crew von Amadeus am selben Ort Don Giovannis Premiere nach, was für alle Beteiligten ein wirklich großer Moment war. In diesen Szenen mit vielen Menschen, die die Opern besuchten, bei Festen oder anderen Szenen mit Menschenansammlungen, mussten unglaublich viele Statisten eingekleidet werden, teilweise bis zu 500. Heute würde man das mit CGI lösen, aber damals musste eben noch alles real gedreht werden. Als Grundlage benutzte man die Entwürfe, die man auch schon bei dem Kostüm bei der Bühnenversion von Amadeus verwendet hatte. Die Schauspieler empfanden die Kostüme alle aber auch als große Hilfe bei ihrer Darstellung. F. Murray und Tom pflegten bei den Dreharbeiten eine ähnliche Beziehung zueinander wie Salieri und Mozart im Film. Natürlich ohne den Wunsch von F. Murray, Tom töten zu wollen. Nein, F. Murray spaltete sich bewusst von den anderen Darstellern ab, lebte in anderen Hotels als die restliche Besetzung, ging zu keiner Party, obwohl F. Murray nach eigenen Aussagen ein sehr geselliger Mensch ist, und hielt Abstand von allen. Dagegen war Tom eigentlich ein eher ruhiger Mensch.
Aber im Verlaufe der Dreharbeiten übernahm Tom immer mehr die ausschweifende Natur von Mozart, ging mit den Darstellern aus und übernahm bei der Gestaltung des Unterhaltungsprogramms gerne das Zepter. Unter dem Dirigenten Neville Marriner wurde der gesamte Soundtrack noch vor dem Start der Dreharbeiten eingespielt. Das Album erreichte Platz 1 der klassischen Billboard-Albumcharts, verkaufte sich 6,5 Millionen Mal, erhielt 13 goldene Schallplatten und ist somit eines der erfolgreichsten klassischen Musikalben aller Zeiten. 1984 gewann es sogar einen Grammy. Manche fragen sich natürlich, warum nicht auch einen Oscar für den besten Soundtrack. Die Musik zu Amadeus ist ja nicht speziell für den Film komponiert worden, sondern schon über 200 Jahre vorher. Und damit keine Originalmusik nur für den Film. Und damit kam Amadeus für diese Auszeichnung nicht in Frage. 18 Jahre nach der Premiere des Films wurde ein Director's Cut veröffentlicht, der auch im Jahr 2002 in die Kinos kam. Dieser enthält Szenen, die einige Nebenstränge der Handlung ausarbeiten. Beispielsweise das schlechte Verhältnis zwischen Salieri und Mozarts Frau Konstanze oder auch die unzureichenden Einkunftsmöglichkeiten Mozarts. Der Director's Cut ist etwa 13 Minuten länger als die Kinoversion. Für die deutsche Fassung musste der Director's Cut wegen der zusätzlichen Szenen neu synchronisiert werden. Für Mozart und Konstanze konnten dieselben Stimmen verwendet werden. Salieris Rolle wurde dagegen vollständig neu synchronisiert, da der ursprüngliche Synchronsprecher Gottfried Kramer 1994 verstorben war. Im Director's Cut wird Salieri von Joachim Höppner gesprochen. Ich persönlich schaue nur noch den Director's Cut und ich finde, er bereichert den Film schon. Denn jetzt ergibt zum Beispiel Konstanzes Abscheu gegenüber Salieri in der Szene kurz vor Mozarts Tod endlich einen Sinn. Für mich ist es ähnlich wie mit den Extended Cuts Versionen von Der Herr der Ringe. Für mich gibt es keine andere Version mehr. Für Regisseur Milos Forman war der Director's Cut immer die von ihm gewünschte Version gewesen. Da er aber unsicher war, ob das Publikum den Film überhaupt mögen würde, wollte er dem Zuschauern einfach nicht zu viel zumuten und den Film kürzer halten. Obwohl er so schon mit seinen 160 Minuten ein Risiko für die Filmemacher darstellte. Man darf nicht vergessen, dass damals kein großes Filmstudio Amadeus produzieren wollte. Und keiner dachte, Amadeus zu drehen wäre eine gute Idee. Gerade da die 80er MTV-Generation im Gange war. Amadeus hat es aber geschafft, einem völlig neuen Publikum, welches mit klassischer Musik bis dahin nichts zu tun hatte, Mozart und sein musikalisches Werk großartig nahezubringen. Das ist wohl sein größter Verdienst. Amadeus ist zu einem zeitlosen Klassiker geworden. Ein opulentes und bildgewaltiges Epos, voller Musik und einer spannenden Story, die trotz seiner langen Laufzeit niemals langweilig wird. Der Film sieht heute noch verdammt gut aus. Amadeus fängt die Vergangenheit perfekt ein. Die Straßen von Prag lassen einen wirklich glauben, wir befinden uns in Wien der 1880er Jahre. Die Illusion funktioniert. Die Darsteller leisten allesamt einen fantastischen Job. F. Murrays Oscar-Gewinn ist absolut berechtigt, denn seine Darstellung des alten Salieri ist extrem beeindruckend, genau wie seine junge Version. Tom Hulk als Mozart steht ihm aber kaum nach, besonders die absolute Liebe zur Musik, die Mozart wohl empfunden hat, bringt Tom völlig zur Geltung. Die Jüngeren unter euch, die noch zur Schule gehen, haben oder werden sicherlich Amadeus im Musikunterricht sehen oder zumindest Ausschnitte davon. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, lasst euch bei dem Thema Mozart und klassische Musik nicht gleich abschrecken. Amadeus ist ein absolutes Meisterwerk, zeitlos, wie es Mozart selbst ist. Die Verbeugung vor einem Genie und seinen unglaublichen künstlerischen Schaffen. Mein Abgott. Ein Punker unterwegs in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, der Natur, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na kann man rock me Amadeus. Er war Superstar, er war populär. Er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na kann man rock me Amadeus.